La la la. Willkommen zurück bei Thief Shadows of the Metal Age. Wir haben beim letzten Mal wieder eine Folge beendet, die Heilung auf Schwierigkeitsgrad Experte. Und wir nähern uns jetzt mit großen, großen Schritten dem Ende, denn wir haben nur noch eine Mission vor uns, das Finale. Beim letzten Mal haben wir das Krankenhaus besucht und durchsucht. Wir haben die Waage von Amaris gefunden, auch die Edelsteine der Priester aus ihren Gemächern und Verstecken gerettet. Und wir haben herausgefunden, was mit dem Krankenhaus passiert ist, warum überall Zombies existieren. Das lag tatsächlich an der Waage von Amaris, die wir nur nutzen wollen, um Kedar zu retten. Und wie ich beim letzten Mal schon sagte, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, da den Kedar mit der Waage in Verbindung zu bringen. Aber gut, wir sind geflohen und wir machen uns auf zur nächsten und letzten Mission. Bis gleich. Your journey to the hospital was not in vain. You'll see. Grab the scales with both hands. Empty your mind of all things except that which you are trying to accomplish. Then state your intentions clearly, and the spirit of the artifact will do what needs to be done. Thought will be given substance, and desire made tangible. Tell it to stop his suffering. Look at him. Look what's been done to him. Make the spirit feel his pain. It can put an end to it. Stop his suffering. Make it end his pain. Now! He's gone now, taken away. But there is still something you can do. You know who's responsible. You know who did this to him. Truant! You can make him pay. Make him feel the pain he's inflicted upon others. Use the scales. You'll have your revenge. He'll suffer for what he's done. Kedar, all in vain. Then I will do what you could not. He will pay. They all will. You are my will made flesh. Look at me. I'm your wellspring and master. Obey me and heed no words but mine. Go now and find him. Go! Ich hab's doch gesagt, der Malek wollte gar nicht, dass Kedar gerettet wird, er wollte nur die Waage und Turrets tot. Nun müssen wir wohl mit dem Verrat leben. Wir haben ein bisschen geahnt, dass das kommen wird, aber jetzt haben wir den Beweis. Er hat das Monster beschworen, um Turret zu jagen. Und jetzt müssen wir wohl, ich nehme an, Malek jagen, wir schauen mal, Verrat. Experte. Malek hat dich bei allem, was dir wichtig ist, belogen. Sein Wahnsinn hat Kedars Schicksal besiegelt und wird andere das Leben kosten, wenn du ihn nicht aufhältst. Er muss sterben.
Malek benutzt und kontrolliert die Bestie und solange sie lebt, wird sie seine Wünsche erfüllen. Finde einen Weg, sie zu vernichten. Gut, wir müssen Malek und die Bestie vernichten. Kedar wurde von der Waage weggebracht, endgültig vernichtet. Man weiß es ja nicht, das ist ja alles übernatürlich. Vielleicht können wir ihn noch retten. Die anderen Schwierigkeitsgrade machen das Gleiche. Gut, wir bleiben aber auf Experte. Vielleicht gibt es ja noch einen kleinen Funken Hoffnung für Kedar, wenn wir ihn, ach, ich weiß nicht, aus der Geisterwelt wiederholen, wie auch immer. Vielleicht ist er aber auch für immer tot. Nichtsdestotrotz müssen wir Malek aufhalten. Wir haben ihm die Waage gebracht und wir müssen dafür sorgen, dass er keine Unschuldigen damit tötet. Truard ist zwar nicht unschuldig, aber seinen Rachefeldzug wollen wir nicht unterstützen. Okay, da ist das Portal, durch das er gegangen ist. Sieht hier natürlich jetzt gerade ein bisschen, nicht so schön aus wie in der Videosequenz. Hier liegt ein Dokument. Ich habe hier lange gelitten, allein, versteckt in der Dunkelheit. Die anderen Heiden meiden mich jetzt, denn sie sind eifersüchtig auf meine Kraft, eifersüchtig. Sie verdanken alles, was sie sind, mir. Und jetzt erdulden diese Narren mich nicht mehr in ihrer Gegenwart. Meine Prophezeiung erweist sich als wahr. Keiner von ihnen wird Turrets blutige Säuberung überleben. Victoria wartet und nennt es Weisheit. Ich sage, dass es Furcht und Feigheit sind, die sie zurückhalten, da die Macht des Waldfürsten ihre Hand fest im Griff hat. Meine Leute sehen mich nicht als den Erretter, dennoch werde ich bald ihr Erretter sein. Ich spiele diese Rolle für meine Leute, sogar in ihrer Unkenntnis und Ablehnung. Wenn nur mein Körper aus diesem Gefängnis von Stein und Stahl Kraft schöpfen könnte, so wie er es einst aus Bäumen und Bächen tat, würde ich zurückkehren und Turrets Augen aus seinem Schädel reißen. Vielleicht hat der Waldfürst mich jetzt an diesem Tag angelächelt. Eine junge Frau fiel mir in den Schoß. Die Auswirkungen irgendeines bedeutungslosen Vorgangs in dieser elenden Stadt. Ich denke, es ist kein Zufall, sondern ein Zeichen, eine Bestätigung. Vielleicht vermag sie durch ihre frische Kraft der Jugend die Aufgaben erfüllen, die jenseits meines alternden Körpers liegen. Ihr Zorn ist sehr nützlich. Er hat uns also tatsächlich einfach nur benutzt. Und wir waren so jung und naiv und haben ihm geglaubt. Er könnte uns helfen. Dabei wollte er nur ein Ei, dabei wollte er nur Sachen für seine eigenen Zwecke. Naja, er wird schon sehen, was er davon hat. Schauen uns natürlich hier nochmal ein bisschen um. In dem Haus waren wir ja ziemlich am Anfang des Spiels schon mal. Es sah nur nicht so kaputt aus. Aber jetzt ist das Haus auch schon ein bisschen älter, ne? Wir haben ja, weiß ich bestimmt, also ein Jahr war sie ja in Ausbildung. Ein weiteres Jahr, denke ich mal, mit den ganzen Missionen beschäftigt. Wahrscheinlich noch viel, viel länger. Mehr als 2 Jahre. Denn das Haus sieht sehr, sehr verfallen aus. Vielleicht finden wir noch ein paar Informationen hier oben. Oder generell im Haus. Mal gucken. Oder noch ein paar Utensilien. Hier sieht allerdings alles ruhig aus. Ich glaube, wir müssen einfach nur durch das Portal. Aber immerhin haben wir schon ein Spinnenei gefunden. Also es gibt anscheinend ein paar Sachen, die man finden könnte. Vielleicht auch ein Secret irgendwo. Das ist nur eine Textur. Eine Wand, ein Nichts, ein gar nichts. Da hinten war keine Tür. Gehen wir hier rauf. Hier ist Blut. Warum ist hier eine Blutspur? Eine kaputte Truhe. Hier ist nichts. Vielleicht war die Blutspur auch schon am Anfang des Spiels da. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Schade, hier ist nichts im Raum. Wäre cool gewesen. Dann müssen wir nur noch einmal den Gang da hinten runter und dann haben wir alles gesehen.
Dann können wir durch das Portal. Hier ist nichts. Okay. Portal, ich komme. Hier geht's runter. Na, so viel dazu. Ein Federfalltrank. Noch was übersehen? Hier in der Nähe des Pergaments vielleicht noch was. Sieht aber nicht so aus. Gut, dann. Vielleicht hier hinter? Nein. Alles klar. Gehen wir durch dieses total gut animierte Portal. Wow, was für Animationen! Krass. Turret ist tot. Sucht den Mörder. Aber wenn Turret, taucht Turret nicht im zweiten Teil auf? Ich bin leicht verwirrt. Spielen wir... Ah, warte mal. Eventuell spielen wir... Sind wir über die Story des zweiten Teils mittlerweile hinaus? Das könnte sein. Ah ja, ja, klar. Vielleicht brauchen wir hier den Federfalltrank. Oder vielleicht können wir tricksen. Na, ja, dafür brauchen wir keinen Trank. Unter uns sind Wachen. Da werden wir gesucht. Mist! War da eine unsichtbare Wand? La la la. Oh. Das ist praktisch. Ja, ich weiß, es ist eigentlich Geschummel, was ich gerade mache. Es war auch eigentlich gar nicht so beabsichtigt, dass ich das tue. Wahrscheinlich kann ich hier runterfallen, dann bin ich ja sogar gefangen. Nee, danke. Ich werde mal da unten ins Wasser reinspringen. Naja, nutzen wir doch mal diesen kleinen Trick. Die gerade geröpst. Wo ist ein anderer Typ? Da sind noch zwei. Wollen wir mal gucken? Somebody tapped it. That shadow just move. Oh, I can't get this song out of my head. What? What? Der hatte mich gar nicht gesehen. Der müsste sofort umkippen. Das lief gut, das will ich normal machen. Ich will wissen, warum ich den nicht erschlagen konnte. Is such an idiot. He got promoted last week and now he's ordering us around. Everything is so. Hat er mich wohl genau in dem Moment, wo ich zugeschlagen habe, eben gehört. Aber hier kann ich auch nicht rein, ne? Nein, schade. Ich habe mir schon gedacht, dass es nichts bringt, die beiden umzuhauen. Aber es hätte sein können, dass die irgendwie was dabei hätten. Gold, Heiltränke, wobei Gold bringt es eigentlich auch nicht mehr. Egal. Mal kurz schnell das Gebiet absuchen. Ich befürchte, links hier ist einfach gar nichts. Also, gerade mit der Animation da vom Anfang und jetzt noch ein bisschen das Level-Design. Es wirkt irgendwie
Naja, schlechter. Eigentlich wirkt es schon schlechter als die anderen Missionen. Aber gut, es ist halt immer noch eine Mod. Die letzte Mission, ich weiß ja nicht, was hier noch am Anfang kommt. Ach, da hinten laufen, spare ich mir jetzt. Da sitzt jemand. Ja, hier kann ich gar nicht runter, weil hier ein Seil im Weg ist. Okay. Yes. Comes to finish me off then. Finish what this beast could not. Makes it quick then. Snap, snap. I'm not under Malak's control. He tricked me. He lied to me all along. Do you know him? His tricksy ways to lure you in. He did not. Malak's words are not the words of a sane man. Danger is he. Danger to the lady. To himself. To the city. I was sent here by the lady to... to kiss Drood. And then your Malak. But it is beastie that bites me. But I don't understand. Why did he do this? How can I stop him? I brings gift from the lady. You takes it now. There is no time. Where is Malak now? Must you find Malak's lair? He hides the beasties there to do his magic. But the beastie no likes it. It wild likes us. Get you the scales. Must destroys them. You must. The soil calls me home. Neuer Auftrag. Er hat nur mal so im Groben erzählt, dass er dachte erst, wir wären geschickt worden, um ihn zu töten. Das wurde natürlich nicht. Und er wurde von der Lady geschickt, uns ein Geschenk zu geben und zu verraten, vielleicht wie wir den Sieg erlangen. Ich weiß nicht, welche Lady jetzt hier gemeint ist. Vielleicht Victoria? Könnte Victoria sein. Verrat. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Obwohl die Bestie mit normalen Waffen nicht zu verletzen ist, musst du einen Weg finden, sie zu vernichten, das kennen wir. Die Waage ist die Quelle von Malaks Kontrolle über die Bestie. Zerstöre sie. Ja, dann zerstören wir doch mal die Waage. Liebster Oleander, die Zeit ist gekommen. Turot ist eine Plage, welche aus dieser Stadt entfernt werden muss. Sonst werden unsere geliebten Brüder und Schwestern noch mehr leiden. Seine Treue zu den Mechanisten wächst von Tag zu Tag gewaltig. Verliere keine Zeit, mein Bruder. Eine weitere Tat musst du noch ausführen. Du hast schon von der Schande des Malak gehört. Aber du warst zu der Zeit seines Aufstiegs zur Macht nicht bei uns. Er war ein echter Mensch des Waldes, ein Heide von reinstem Blut. Zunächst jedoch, dumm war ich und ließ zu, dass er immer mehr von unserem Waldzauber und der Magie erlernte und beherrschte. Er lernte tatsächlich sehr schnell, viel schneller als all die anderen, und er gewann zu viel Macht für sich selbst. Ehrgeiz hatte er, manche sagen sogar ausreichend viel, um die Heiden selbst regieren zu können, um sie seinen eigenen verdrehten Weg entlang zu führen, einen Weg des Wahnsinns und des offenen Krieges mit den Hammeriten. Wir versuchten, ihn niederzuhalten, aber er wollte nicht. Er versuchte, die Menschennarren mit Magie zu besiegen. Er wollte sie alle töten, außer den Anhängern des Schwindlers. Sogar in der Position eines Sklaven erregten seine Aktionen Furcht und Zweifel in den Herzen unserer Führer. Seine Arroganz war so groß, dass Konstantin ihn für immer verbannte und von unserem Weg entfernte. Wir waren dann nicht stark genug, um ihn zu töten, wir nicht. Diese Aufgabe blieb dem Waldfürsten selbst überlassen. Aber man durchkreuzte unseren Plan. Der Menschennarr Garrett war es, und so konnte Malak seinen widerlichen Verrat ungehindert fortführen. Stark wurde er im Exil, häufte Wissen von den alten Dämonen und versteckten Orten des Chaos Schlunden an. Orte, welche sogar unsere größten Propheten nicht sehen konnten, aber nach Jahren des Zweifels, in welchem wir uns fragten, ob Malak bereits zu mächtig geworden war, um ihn zu töten, war das Glück auf unserer Seite. Auf den Tag genau vor einem Jahr entdeckte Turot seine Höhle und versuchte ihn zu überzwingen,
in dem Glauben, er sei ein gewöhnlicher Heide. Malak in seiner Übermütigkeit unterschätzte den Sheriff und seine Menschennarren. Sie machten ihn auf ein Auge blind, aber brauchte er überhaupt Augen, um zu sehen? Er schaffte es, ihnen zu entkommen und begann seinen Racheplan zu schmieden. Nach diesem Kampf zog er sich zurück, um sich zu verstecken, aber er schwor große und schreckliche Rache. Wir konnten ihn für mehrere Monde nicht finden, da unsere Kräfte der Weissagung ohne den Waldfürsten sehr geschwächt waren, aber jetzt ist Malak wieder aufgetaucht. Die Ranken und die spirituellen Irrlichter sagen mir, dass er eine junge Frau überredet hat, ihm bei seiner Rache zu helfen. Er will Truard einen Strich durch die Rechnung machen und dann wieder hierher zurückkehren, um uns den Tod zu bringen. Schwach und gebrechlich ist er. Aber ich befürchte, wenn er die Artefakte findet, welche er sucht, wird er bald eine große Magie entfesseln und dadurch mächtig genug sein, um uns zu schaden. Die Geister sagen, dass er ein dämonisches Tor in sein verlassenen Herrenhaus geöffnet hat. Für welche Kreatur des Schlundes, das weiß ich nicht. Mein Bruder... Gut, ich hab was im Auge. Mein Bruder, ich muss Vorkehrungen treffen, um den Schleicher Garrett in den Wäldern zu treffen. Die folgende wichtige Aufgabe gebe ich in deine Hände. Unser bester Kämpfer bist du. Kämpfe dich zu Turat vor und beende sein Leben, bevor Malak es stiehlt. Dann musst du südlich weiter, aber über die Mauern seines Herrenhauses, suche dort das Versteck des Verräters Malak. Töte ihn schnell, denn arrogant ist er und geblendet von seinem Schicksal. Du musst sehr schnell sein, wenn du ihn erreichen willst, bevor seine Stärke wieder wächst. Ich befürchte, wenn wir Malak nicht bald finden, könnte er sogar eine größere Bedrohung als Karaz werden. Ich habe dir die Schlüssel unseres Verbündeten, Leutnant Mosley, gegeben. Verliere sie nicht. Meine Pflanzen senden die Kraft, Oleander. Komm schnell zurück. Victoria. Da haben wir also im ersten Teil ein bisschen gegen deren Plan gearbeitet, indem wir den lieben Herrn Waldfürsten getötet haben. Naja, das konnten wir ja nicht wissen. Ne? Und damals waren wir ja noch Garrett, ganz andere Story. Von dem Kram hier wussten wir ja nichts. Aber ich sehe keine Schlüssel. Wurde nicht gesagt, er hat Schlüssel bekommen? Ich sehe keine. Gut, hier wird es erstmal Zeit, die Folge zu beenden. Wir sind schon bei 22 Minuten. Wir haben also jetzt ich habe schon wieder was im Auge. I love you. Na gut, passend, dass eine Pause kommt. Wir haben jetzt einen neuen Plan. Wir müssen sowohl die Bestie töten, als auch die Waage zerstören, als auch Malak vernichten. Da bin ich mal gespannt, wie wir das schaffen. Beim nächsten Mal bei Thief. Bis dann, nicht den Kopf verlieren. Ciao.